Herzlich willkommen zu meinem Beitrag zur Online-Diskussion Informationskompetenzaufbau im Bildungssystem. Mein Name ist Bernadette Spieler und ich bin Leiterin der Abteilung Informatik-Didaktik an der Universität Hildesheim. Ich möchte Ihnen heute gerne den Begriff Informationskompetenz oder auf Englisch Information Literacy mit dem Überbegriff Digital Literacy genauer beleuchten und kurz darstellen, was dies für unser Bildungssystem oder das zukünftige bedeutet. Untersuchungen haben gezeigt, dass Schüler und Schülerinnen Defizite im Umgang mit Informationen haben. Viele haben Probleme damit, eine präzise Fragestellung zu entwickeln und darauf Informationen effizient zu finden, diese zu bewerten und diese kompetent zu nutzen. Das Stichwort ist hier Information Literacy, also die Kompetenz, nicht nur über Themen Bescheid zu wissen, sondern auch zu wissen, wie und woher ich Informationen dazu beschaffen kann, wie bereits der englische Gelehrte Samuel Johnson 1775 feststellte. Es gibt heute unzählige Kompetenzmodelle, in denen versucht wird, all diese nötigen digitalen Kompetenzen zusammenzufassen und sogenannte Self-Assessment wie der Europass, welche gezielt eigene Defizite aufzeigen sollen. Dabei geht es nicht nur darum, Begriffe zu kennen, sondern vor allem diese zu verstehen und auch die Technologien dahinter zu verstehen und noch wichtiger, diese richtig anwenden zu können. Digital Literacy ist auch eine sehr wichtige Komponente im Informatikunterricht, wie hier die Abbildung des Gebäudes der informatischen Bildung aufzeigt. Die informatische Bildung verfolgt ein interdisziplinäres Ziel. Digital Literacy wird hier als die Informations- und Kommunikationsanwendungskompetenz, kurz ICT, dargestellt und als die vierte Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben und Rechnen gesehen. Doch wie kommt Digital Literacy an die Schulen? Dafür ist es wichtig, die folgenden Fragen vorab zu klären. Wo findet Schule statt? Homeschooling? In Computerräumen? Oder im Präsenzunterricht? Ein Wort, das es vorher in diesem Zusammenhang gar nicht gab. In Abwechslung mit Homeschooling oder vollkommen online? Hier ist das Blended Learning Format zu nennen, mit abwechselnden Online- und Präsenzveranstaltungen, mit viel Zeit zur Intensivierung und für Diskussionen. Wie findet Schule statt? Mobil, mit veralteter Infrastruktur in Schulen oder mit allem, was die Technik so hergibt? Hier ist es wichtig abzuschätzen. Nicht das Medium garantiert den Lernerfolg, sondern das Lernziel steht im Vordergrund. Dieses gilt es mit didaktischen Mitteln zu erreichen. Lernerfolg ist unabhängig vom Medium. Und schließlich, mit wem findet Schule statt? Wer soll diese Kompetenzen beibringen? Hier ist es wichtig, alle Schlüsselpersonen zu vereinen. Schulträger, Schule, Schulleiter, Schulleiterin, Eltern und natürlich auch die Schüler und Schülerinnen selbst. Mit der Frage, wer unterstützt die Lehrenden dabei, diese Kompetenzen beizubringen und vor allem, welche Kompetenzen sollen auch gelehrt werden, um Schüler und Schülerinnen bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten? Die Antwort ist natürlich, wir sind alle in der Verantwortung. Eltern, Schulen, Lehrende, Universitäten, Arbeitgeber. Denn auch für Digital Literacy bedeutet es, ein lebenslanges Lernen und sich weiterzuentwickeln durch Vernetzen, Informieren, Kommunizieren und Unterstützung. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich schon sehr auf die anschließende Diskussion.